Damit ein ganz herzliches Willkommen zu meinem, ja, wie soll ich sagen, zu meinem neuen Livestream. Ja, am Sonntag. Ja, schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Heute wird Omsi gestreamt und ja, fahren wir dann auf Hamburg Hafen City. Ich habe auch lange kein Omsi 2 mehr gestreamt. Das wollte ich denn jetzt gerne mal nachholen. Letztes Mal war ja Susi und ETS 2, aber jetzt wollte ich mal wieder Omsi streamen und ja. Ich hoffe auch, dass das alles vom Ton her so passt und dass man mich gut hört und so. Und ja. Genau, dann würde ich sagen, machen wir mal die Facecam an. Da bin ich. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, wer alle schon im Chat ist. Das ist einmal der Nevio. Schönen guten Tag dir. Schön, dass du da bist. Und der Pantelius Venturis. Hi. Auch schöne Grüße an dich. Und geht's dir? Jo, danke, mir geht's gut. Dir? War ja anständig, ja. Werde ich machen, ich gebe mein Bestes. Und ja, dann packe mir jetzt auch nicht lange, sondern fange den jetzt gleich an. Werde noch mal ganz kurz das Fenster wechseln. So. Genau, oben seht ihr wieder den Verfahrer-Counter. Und einmal den Unfall-Counter, aber den kennt ihr ja vielleicht auch schon. Diejenigen, die jetzt die Stream jetzt öfters verfolgen, sind sicherlich dann schon gemerkt haben. Ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal. Ich würde glatt sagen, dass wir mal die Linie 6 fahren. Von, ja, auf dem Sande fangen wir mal an. Das sollte eigentlich, denke ich mal, passen. Auch gut, danke. Jo, das freut mich. Das klingt doch gut. Das Schöne sind wir. Schöne Hamburger Speicherstadt hier. Würde ich sagen, wählen wir jetzt mal einen Bus aus. Das freut mich auch. Jo. Genau, nehmen wir jetzt mal den Hamburger Stadtbus. Später können wir ja vielleicht meinen anderen Bus noch fahren. Wollen jetzt mal den fahren, weil ich hoffe, dass ich bei anderen Bussen die Hofdateien da reinkopiert habe. Ja, und sie braucht jetzt ein bisschen länger immer, das ist ganz normal. Das ist um sie halt, ne? Ne, Hamburg Fuhrpark war das nicht, Hamburg Stadtbus war das, genau. Weißt du was, ich bin auch in Hamburg geboren. Oh, das freut mich.
Ich leider nicht. Obwohl ich mir ja auch vorstellen könnte, in Hamburg zu wohnen. Aber ja, im Moment leider noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Gelenk oder Solo nehmen. Das ist jetzt die Frage. Aber ich wäre jetzt mal für oder wir machen es ganz anders. Wir nehmen jetzt mal einen Bus aus 94. Also einen älteren U405. Nee, Gelenk wollte ich gerne. Die Frage, wo ist der? Ein Hamburger, oh. Das freut mich. Es passt ja dann gut, dass der Hamburg Hafen City fahren. Da kennst du dich ja gut aus. Gut, ich bin auch oft in Hamburg, also. Ja, aber jetzt nicht. Ich kenne jetzt nicht jeden Winkel oder so. Lenkbus. Ja, ich glaube, der ist das. Aber wie ich schon gesagt, wir müssen gucken, ob die Hofdateien drin sind. Ansonsten muss ich einen anderen Bus nehmen. Radio Hamburg Werbung. Nehmen wir das doch. Auf dem. Borgweg. Wo sollen wir da starten? Ja, wir starten jetzt einfach mal dort. Hast du recht, ja. Ja, jetzt starte ich jetzt wieder ganz woanders. Aber gut. Sehr schön. Da ist er. U405 Gelenk. Sehr schön. Immer mal. Moment. Jetzt scheint gerade das Lenkrad irgendwie nicht zu funktionieren. Das ist natürlich hier sehr schön. Moment, kannst du. Ja, toll, dann. Dann muss ich einmal ganz kurz, glaube ich, auch die 2 nochmal neu starten oder so. Keine Ahnung. Auch nicht, warum das Lenkrad jetzt gerade nicht funktioniert. Das ist ein bisschen blöd. Moment. Dann gleich wieder da. Ja, starten wir jetzt mal um die Kunden neu. Hoffentlich funktioniert es dann.
Bockwick wird meistens was. Ah, okay. Gerade konfiguriert, ja, habe ich ein Video. Ich habe alles eingestellt gehabt, eigentlich. Wird auch nicht. Nehmen wir euch gleich mal wieder mit drüber, weil ich es jetzt eingestellt habe. Das dann hoffentlich funktioniert, ansonsten muss ich in die Einstellung mal schauen. Auch um die zwei Spiele ab Hamburg leider nicht. Hafen City, Hamburg Tag und Nacht und Hamburg 109 und Berlin-Spandau habe ich. Irgendwann hole ich mir aus die zwei Aachen und Velbert. Jo, mach das. Obwohl Hamburg Tag und Nacht bist ja auch schon gut bedient. Also es ist auch eine super Map. Kann dir auch nur empfehlen. Ja, Velbert habe ich ja jetzt auch nicht und Aachen habe ich auch nicht. Was aber auch Gründe wegen Performance und so hat, warum ich mir das nicht geholt habe. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal mit einem anderen Bus. Ich fahre jetzt mal mit C2. Und später machen wir dann... Oder? Nee, wir... Ach, wir nehmen es doch einfach. Gelenk. 1999. Ja. So. Schauen wir jetzt mal. Nehmen wir gleich wieder mit rüber. Keine Sorge. Nur kurz schauen, ob es... Okay, tut es leider immer noch nicht. Was ist denn das jetzt? Ist denn mit dem Lenkrad los? Ich wollte ungern mit Maus und Tastatur fahren. Hast du auch Transmulator oder hast du nur Zuseh? Ich habe auch Transmulator. Habe ich glaube ich auch mal bei meinem drittletzten Stream oder so gespielt. So. Wie ich das denke, mal aus hier. Das muss aber mal klappen. Ich nehme euch jetzt mal mit drüber, dann kann ich euch das Problem mal zeigen. So. Ja, ihr seht, hier habe ich es eingeschaltet. Ja, wenn ich jetzt in die Einstellung reingehe, Eingabegeräte, ist auch aufgelistet. Alles eingestellt und so weiter und so fort. Ja, ich auf OK gehe. Ich sehe leider trotzdem nichts. Das, ja, bisschen komisch gerade.
Einstellung, Eingabegeräte. Such mal Eingabegeräte. Und sie rum und den Rädern, ja. Ja, das ist das, was ich gerade gemacht habe. Die Eingabegeräte. Will ich nochmal zeigen. Config. Ja, das funktioniert irgendwie auch nicht. Ist ein bisschen komisch. Willst du mit Tastatur spielen? Habe ich richtig verstanden? Wenn ja, weißt du, wie es geht. Ja, das ist lieb gemeint, aber Tastatur, nee, das tue ich mir nicht an. Also, aller Liebe, aber Tastatur, nee. Spiel das jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht hier. Hatte ich glaube ich noch nie, hier habe ich dieses Problem. Nee. Ja, passiert gar nichts. Doch, doch. Angeschlossen ist das Lenkrad. Also, da ist ja alles vorhanden. Soll ich um sie zwei nochmal schließen und nochmal rein und rein, also nochmal raus, nochmal neu reinstecken? Vielleicht funktioniert es dann. Das Einzige, was ich noch machen kann, weiß ich auch nicht mehr weiter. Moment. Das mache ich jetzt eben mal. Gleich wieder da.
Oh, da bin ich wieder. Ja, es sollte jetzt eigentlich laufen. Ja, perfekt, jetzt funktioniert es wieder. Ja, ich habe jetzt haben sie noch mal neu gestartet. Irgendwie hat er was gebuggt oder so, keine Ahnung. Aber jetzt sollte es laufen. Perfekt. Ja, ich hätte gern geholfen, aber es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie es geht. Ja, alles gut, Pantelius. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, das ist unser Bus hier. Hoffe ich mal, dass wir es jetzt alles eingestellt kriegen hier. Ja. Aber wir fahren Linie 6. Linie 6. Anfang auf dem Burgweg. Ah, 1 Minute ist bisschen knapp, würde ich sagen. Immer 12:06, das ist, glaube ich, besser. 12:06, U-Burgweg. Okay, dann mal das Hochfahren hier. Bin wieder da, war kurz weg. Hat das geklappt? Jo, es hat geklappt. Ach ja, und weil du vorhin nicht da warst, das ist überhaupt nicht schlimm, dass du mir nicht helfen konntest. Also, muss dich dafür jetzt nicht schämen oder so, ist alles gut. Ich habe es ja jetzt doch noch hingekriegt, zum Glück. Wüsste ich echt nicht, was ich noch jetzt noch machen sollte. Ja, finde ich auch gut hier, Hafen City mit Fahrradfahrern und so. Nicht schlecht. Ja. Kurs. Ich frage, wie man das hier eingibt. Ich hoffe, es passt soweit. Wo sollte es eigentlich? Linie 6. Speicherstadt auf dem Sande. Perfekt. Passt. Sehr schön. Da wollen wir hin. Wie? Dann würde ich sagen. So. Kann man das hier irgendwie wegmachen hier, dass ich da rankomme? Mit Knöpfen. Ahnung. Naja. Jetzt wollen wir mal den Motor starten. Ah, herrlich. Schöner Sound. Das freut mich. Jo. Ich auch. Dass ich es doch noch hingekriegt habe. Ich dachte schon, ich müsste den Stream abbrechen. Aber Gott sei Dank nicht. ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch minus 102. Ist noch eine lange Zeit. Wir sagen, stellen wir alles hier ein und dann spulen wir die Zeit mal ein bisschen vor. Gehen wir mal von links nach rechts durch. Ein bisschen Lüftung anmachen hier. Was ist das hier überhaupt? Ach so. Ah. Umluft. Zusatzheizung hat er auch. Ah, und man kann auch das Dashboard hier verstellen. Ach ja, bevor es habe ich wahrscheinlich noch nicht erwähnt, das ist übrigens das ist übrigens ein DLC aus den 3-Generationen-Add-on. Also das ist jetzt nicht mit in Hamburg Hafen City mit enthalten. Da sind nur die ganzen C2er. Und das ist ja, das sind 3-Generationen-Add-on.
es ja zusätzlich noch erwerben müsst dann. Oder könnt. Je nachdem. Passt soweit. Mach mal ein bisschen Licht an hier. Und hier nochmal Licht an. Ich hoffe, das ist hell genug. Ja, auf jeden Fall. Ist gerade ein bisschen nervig, dass ich jetzt hier nicht rankomme. Oder weiß vielleicht zufällig einer, wie ich das hier wegbekomme. Also den Fahrplan hier. Na gut. War jetzt erstmal ein Stück. So. Habe ich ganz vergessen, Gang einlegen. Aus, wir haben ja noch Zeit. So, Blinker können wir auch mal ausmachen. So, lass die Umis mal einsteigen. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Jetzt muss ich einmal rechnen. 3,50. Ist das nicht so weh? Danke. Bitte schön. Die Rennbus oder... Diesen Bus habe ich nicht. Hab doch Hamburg. Oder habe ich einen Bus, wenn ich Hamburg Hafen City habe? Nee, wie ich vorhin schon sagte, der ist nicht in Hamburg Hafen City oder Hamburg Tag und Nacht mit enthalten. Das ist ein extra DLC. Regeneration, der nennt er sich. Und das ist jetzt gerade die, ich glaube, die 99er Version. Sondern O405 aus 1999. Also noch nicht der ganz alte. Der neueste ist dann C2. Gut, wir wollten jetzt mal die Zeit vorspulen. Mal so hier. 85 immer noch viel zu früh. So, minus. Sollte so passen. Schon, ob noch jemand einsteigen will. Ach so, okay. Ja. Fenster kann man auch schön aufmachen. Sehr schön. Boah, hier wird auch die Temperatur angezeigt. Fahrtenschreiber kann man leider nichts machen. Jo. Ich zeige jetzt trotzdem noch mal ein bisschen. Boah. So. Ja, 2 Minuten ist Abfahrt. Das sollte passen. Schon den Motor an. Feststellbremse lösen. Huch, wollen wir schon direkt los hier. Wollen wir ja gar nicht. Haltestellenbremse rein. Ja, hier sind aber viele Fahrradfahrer unterwegs. Oh. Hier im Hamburger Stadtteil Winterhude.
Oh, herrlich, schön mit dem alten Bus. Dieser schöne Sound hinten. Sehr schön. Mein Lieblingsbus ist das Ziel ist Benzitaro, also bei OMSI 2, und mein Lieblingszug ist S-Bahn 425 mit ICE. Ah, cool. Ja, mein Lieblingszug ist auch der von, also ICE, der 401er, also der ICE 1. Und vom Bussen her ist tatsächlich bei mir MAN, also jetzt nicht Mercedes oder so, sondern MAN 9 City. So, haben wir noch 30 Sekunden, machen wir schon mal die Türen dicht. Beschweren sich die Fahrgäste, dass es zu kalt ist, aber mehr nicht. Oder mit Abfahrt. So, Hilfspfeile sollten wir noch anmachen, ja. Sind wir uns hier nicht zurecht? Huch. So, ja, alte Stimme haben sie ja. Ah, ist ja stärkt rot hier. Es gibt wahrscheinlich wieder Verspätung. Aber, naja. Ja, Stream läuft auch sehr gut. Diesmal keine Probleme. So wie beim letzten Mal, letzten Sonntag, wo ich gestreamt habe und dann, ja, wo es echte Probleme gab, aber jetzt läuft es ja. Glück. Nächste Haltestelle, Semperstraße. Oh, jetzt biegen wir mal links ab. Huch. Ich muss nicht so schnell fahren. Zeit fahre, manchmal beschweren Fahrgäste, und wenn Oma eine Fahrkarte möchte, ist lustig, wie sie redet. Ja, das stimmt. Vor allem Manfred, ne? Also der ist ja noch am schlimmsten, finde ich. Ich weiß gar nicht, ist er mit dem Bus drin? Ja, ich glaube, ist gar nicht eingestiegen. Traut sich nicht. So, was war hier? Fahrgäste. Moin, moin! Ah, da ist Manfred. Hallo, guten Tag, der ist sogar, nett und grüßt uns. Tageskarte. Wo ist der Fahrschein? Das ganze Tageskarte nehme ich mal an, ne? Jo. Der schöne Herr. Ich hätte gerne eine Großbereichskarte. Einmal eine Großbereichskarte. Ah, ist die falsche. Wo ist der Fahrschein? Ja, ganz ruhig. Ich bin nicht der Schnellste hier. Danke. Bitteschön. Nahbereich, bitte. Jo, Nahbereich. Bitteschön. Umi. Kennst du es lieb? Hamburg, meine Perle. Jo. Kenn ich. Ja, ich feiere das jetzt nicht so.
ist jetzt ist nicht so meine Musik, nicht so meine Geschmacksrichtung. Ich darf noch 30 fahren. Brüder von Manfred steigen auch noch ein hier. Ja. Alter. Wie sind meine Vorfahren hier? Ich muss mal raus, das Ding. Ganz Tageskarte. Es ist immer die Frage, ob jetzt Normalkarte oder ja. Na gut. Dankeschön, haben Sie gut gemacht. Oh, danke. Das freut mich. Doch euch mal sympathisch, der Manfred. Das kennt man ja gar nicht von ihm, dass er mal so nett ist. Ich mag die Ansagen sehr. Ah. Huch, und komm jetzt. Achso, ja, ich vergesse immer die Haltestellenbremse wieder zu lösen. Ah. Jetzt hat man noch keine Verfahren oder Unfälle. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wer weiß, wie lange das so hält. Das weiß man ja nie. Oh, hier steckt aber schon eine ganze Menge ein. Moin moin, ich hätte das gerne so ein Nahbereichsticket. Hallo? Hallo? Tag. Dankeschön, haben Sie gut gemacht. Hausbereich bitte. Hausbereich. Schön. Einmal die Kurzstrecke bitte. Mal Kurzstrecke. Dankeschön. Schön. Eine Tageskarte bitte. Mal sammeln. Entschuldigung, aber das Ticket kommt nicht raus. So. Wenn ich den Mercedes Benz Tower Bus fahre. Bei Hamburg, da kommt keine Ansage. Wobei. Nur bei MAN weißt du es. Ganz komisch, dass nur bei MAN Ansagen kommt und bei Mercedes Citaro nicht. Okay, das ist wirklich ein bisschen komisch. Okay. Naja. Ich bin ja jetzt
auch im August. War ich auch mit Freunden in Hamburg unterwegs und so. Und sind wir ja auch Bus und so gefahren und da kamen Ansagen und alles. Also da war irgendwie nichts, dass es da irgendwie Probleme gab oder so. Huch, die Bordsteinkante mitgenommen. Oh, ach du Scheiße. Ah. Das wirkt sich wieder auf die Auswertung aus, ich merke schon. Moin. Hallo. Moin. Moin. Moin, moin. Einmal Nahbereich, bitte. Nahbereich. Bitteschön. Da sind alle drin. Ah, plus eins haben wir jetzt. Ah. Ja klar, dass wir wieder Verspätung hier haben. Ah, jetzt wird es auch noch rot. Naja, ich bin auch oft in Hamburg unterwegs. Hauptsächlich zum Transporten und so. Ja. Einsteigen. Moin. Hallo. Ich hätte gerne so die Kindertageskarte. Ah, ja. Kindertageskarte. Könnten wir mal bitte einen Ausflug? Hier ist das. Ich möchte Bus fahren. Ja, beruhig dich. So. Einmal Großbereich. So. Okay, reste ich mal nicht mit anscheinend. Chat lese ich gleich. Ist immer am Ampel am besten, den Chat zu lesen. Okay, wenn man den Bus startet, muss man ja die Fahrkarte hin und Umlaufnummer eingeben. Wenn ich eingebe, ist es als weiß. Ist keine deutsche Stelle drauf. Also die Uhrzeiten. Ah, okay, da musst du wahrscheinlich beim Umlauf also den Schieberegler da mal das verschieben. Weil normalerweise sollte er dir da eigentlich was anzeigen.
die Hallo? Haltestelle drauf und ich zahle. Hallo? Die Fahrt ist beziehungsweise da und nicht ganz komisch. Okay, schreib mir da am besten. Ich weiß nicht, hast du Discord? Ja, Pentelius. Pentelius. Ansonsten könntest du da mich dir mal schreiben. Könnte ich dir da vielleicht besser mal helfen. Als wenn ich es hätte ich ja auch einen besseren Überblick und wüsste dann auch, was man da machen könnte. Moin. Hallo. Hallo. Auch super in der Zeit, haben gerade keine Verspätung oder so. Also, wie soll ich sagen? Ich werde es so machen, dass ich bei YouTube gucke. Wie kann ich es machen, wenn kein Asam kommt? Das ist sehr nett von dir, dass du mir helfen willst. Ich guck mal. Ah, okay. Oder so halt. Ja, Oh, das. Alter, das nehme ich jetzt mal hier raus. Ja.
Straße. Ja, ich habe sonst auch einen Discord-Server und ist übrigens unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Da kommt ihr auch auf meinem Server. Das war knapp, ja. Du hast recht, das war echt knapp. Fast hätte ich den Counter gefüllt. Aber ich habe ja auch die Kollision ausgestellt. Weil, ja. Oh, ich könnte sie immer einstellen, aber ich weiß nicht, ob sich das denn jetzt irgendwie auf die Performance oder so auswirkt. Weil ich jetzt eine bestimmte Performance-Konfiguration für OMSI eingestellt habe. Weil ich hatte in der Vergangenheit immer Probleme mit gehabt mit der Map Hafen City, dass weiße Texturen kommen und alles. Und ja. Habe ich jetzt so Voreinstellungen halt drinne und seitdem läuft es perfekt. So. Hallo. Moin. So. Alles dicht hier. Ist das beste Bus-Minator-Spiel. Früher habe ich Bus-Minator 18 gespielt, aber gefällt mir nicht und das ist das beste. Jo, finde ich auch. Ich habe so oder so Bus-Minator 18 nicht, beziehungsweise 16. Habe ich, ja. Ist zwar zum Spaß und so ist es ja gut, aber so. Für mich ist das halt nichts. Ich bin ja einer, der so mehr Wert auf Realismus legt, anstatt auf nur aufs einfache Fahren. Oh Gott, ey. Ja, die KI ist manchmal auch echt witzig. So, schauen wir mal, wer jetzt alles einsteigen will hier. Moin. Eine Gesamtbereichskarte. Das kriegen wir hin. Eins. Danke. So, bitte. Einmal Tageskarte. Und wie komme ich jetzt nach Bagdeheide? Ja, wir fahren gar nicht nach Bagdeheide. Da sind Sie im falschen Bus. Gute Frau. Das ist jetzt aber zu wenig, oder? Gut. Wir fahren sie ja trotzdem. Naja, nehmen wir sie jetzt mal mit. Ja. Oh, wir haben Verspätung, wir müssen los. Der Ärger von den Fahrgästen. Insbesondere von Manfred. Der ist ja ganz hart. So, geht das rechts um? Muss warten, Taxifahrer. Bus hat Vorfahrt. Hab ich recht? Ja, eigentlich habe ich schon Vorfahrt.
Aber ja, weiß nicht, wie was der KI ist. Das ja, kann man manchmal echt nicht zusagen. Genau, hier ist der schöne Hauptbahnhof. Das ist auf der Steinstraße und fahren jetzt Richtung Hafen City. Ach so, muss ich hier einordnen, ey. Hab ich gar nicht gesehen. Ah. Oh, jetzt nur 25 km/h hier. Gebäckstraße. Ich hätte gehupt. Ja. Hätte ich auch mal machen sollen, hupen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das irgendwie was gebracht hätte. Und warum jetzt hier auch keiner einsteigen will, ist mir auch ein Rätsel. Gut, dann eben nicht, wenn sie nicht wollen. Fahren wir halt weiter. Alles dicht machen. Holen wir wenigstens ein bisschen Zeit auf. Wo wir sind jetzt gerade recht pünktlich. Nächste Haltestelle. Gerhard Hauptmann Platz. Ah, ich kenne den Weg. Vorne ist Rathaus. Jo, genau. Komme ich Rathausmarkt. Nehme ich mal an. So. Ist die Frage, wie fahren wir jetzt? Links, geradeaus oder rechts? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Da war ich schon mal im Rathausmarkt. War ich auch drin. War so schön. In der Kirche ist das. Ah, okay. Ich würde sagen, wir fahren mal geradeaus weiter. Das sag ich jetzt einfach mal. Hier nicht, anscheinend nicht mit, nee.
Hafen City muss ich mir auch kaufen. Irgendwann hole ich mir. Jo, mach das. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Der Pantelius. Bier meine ich. Ja klar. Habe ich schon verstanden, alles gut. Ich muss halt links abbiegen hier. Ja. Über der Polizei hinterher. So, hier wollen wir hier aussteigen. Oh, da fährt die U-Bahn. Sehr schön. Sah gerade nach einem DT3 aus. Irgendwie. Das finde ich gut, dass hier auch, das ist gut gemacht, dass auch U-Bahn irgendwo rumfahren. Dabei freue ich mich auch schon auf den, der irgendwann erscheint, auf die U1 für den Train-Simulator. Bin ich auch schon gespannt, wie das geworden ist vom eben Altair. Der baut die ja gerade. Und ja, lass uns mal überraschen. Will ich mir auf jeden Fall holen. Wo ich ja in letzter Zeit auch nicht mehr so viel Train-Simulator gespielt habe. Andere Games wie Flight Simulator oder Transport Fever habe ich auch viel suchtet. Ja. Aber mit Train Simulator bin ich schon echt gespannt, was da noch alles Schönes, was auch alles Schönes an Sachen kommt. U-Bahn bin ich auch schon auch gefahren in Hamburg. Es war sehr schön, macht richtig Spaß. U-Bahn in Hamburg. Jo. Ja, nehme ich mal an, du als Hamburger, also wenn du als Hamburger noch keine U-Bahn gefahren bist, dann, ja, würde ich mir eigentlich schon Sorgen machen. Und eine komplette U-Bahn-Linie bin ich, glaube ich, auch noch nie abgefahren. Also ich bin ja, ich komme ja aus dem Norden von Schleswig-Holstein und dort bin ich dann letztens AKN, also die A1 gefahren. Norderstedt Mitte und von dort dann der U1 weiter. Grad haben wir es hier, ah, 17 Grad. Boah, gut, könnte ein bisschen wärmer sein. Mal so. Wir könnten mal die Leiste mal wegmachen. Fällt mir gerade auf. Das, glaube ich, ist gerade ein bisschen störend. Hast du die gekauft, der Train Omni TV? Hab mir gesagt, egal, du kannst es noch kaufen. Dann habe ich eine Riesenstrecke Hamburg.
Ich muss die Checkliste noch mal lesen. Keine Sorge, ich lese gleich deine Nachricht. Erstmal gucken, dass ich hier ja, ein kurzes Stück fahre. Da lese ich jetzt mal eine Nachricht. Man hätte mir Hamburg Hafen City gekauft, der Twin Omni TV hat mir gesagt, egal, du kannst es noch kaufen. Dann habe ich einen Riesen für Hamburg erreicht. Jo. Auf jeden Fall. Wie schon gesagt, kann ich dir nur empfehlen. Aha, Hamburg Hafen City ist echt ein tolles Add-on. Die Linie 6, die wir jetzt gerade fahren, ist nur eine von denen. Dann gibt es ja noch die 109 und die, ich glaube, 833, aber das habe ich dann als Mod dazu. Also, das kann man dann bei Webdisk, da kann man da was herunterladen und dann ist quasi eine Linienerweiterung. Wenn man dann da noch sich holen kann. So. Gut. Hier will keiner mehr mit mir mitfahren. Auch nicht schlecht. Ist gut, kein Problem. Mach dir keinen Stress. Nein, Stress mache ich mir nicht. Gut, die KI, die macht ein bisschen Stress hier. Ich weiß einfach ihr aus so. So, jetzt sollte es auch nicht mehr weit sein. Bis wir dann in der Speicherstadt sind. Jetzt gewesen. Ich bin ganz mal gefahren. Alter, was kriegen die Fragen sich denn schon wieder so auf über mich? Kann ich gar nicht verstehen. Aber die haben ja immer was zu meckern, die Fahrgäste. Die Tür ist offen. Oh. ja. Danke, dass du das in den Chat geschrieben hast. Über Pantelius. Es ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass die Tür offen war. Oh, krass. Meine Güte. Ja, dann wundert es mich auch nicht, dass die Fahrgäste sich beschweren. Ich will gar nicht wissen, wie kalt das jetzt wieder im Bus sein muss. Dann erst die Tür, ja. Hab ich gerade zugemacht. So, nee, hier will keiner mit, da kann ich eigentlich weiterfahren. Bitte kein Problem. Oh. Trotzdem danke dir. Ich habe selber nie drauf geachtet, mit auf einer Tür hier fahre, ey. In Zügen geht das ja nicht. Das ist ja eine Traktionssperre, die das verhindert, dass man da mit offenen Türen fahren kann.
Oh ja, bei Bussen geht das angeblich. Damit auch in den Türen fahren kann und so. Obwohl wir natürlich nicht nochmal ausprobieren. Jetzt gibt es gleich Punkteabzug. Da oben, ja. Da hast du da oben, genau. Steven vorbeischicken. Er kann es gern machen. Grüße mal lieb von mir. Wo ist Steven? Weiß ich gar nicht, ob er jetzt auch gerade zuschaut. Der war jetzt öfters in den vergangenen Streams auch hier mal gewesen. War nicht im Live-Chat, aber ich weiß, dass er auch mal ab und zu mal bei mir zuschaut. Was ich eigentlich ganz nice finde. Auch mal so bei kleineren vorbeischaut. Ich glaube, wir müssen hier, ne? Ach, hier ist schon die Endhaltestelle. Heldstraße. Nee, als wenn schon hier schon die Endhaltestelle ist. Nee, auf dem Sande. Ach. Ich dachte schon, hier wäre Endhaltestelle. Bin mal gespannt. Beim Zusi-Stream. Bin mal gespannt, wie ihm mein Zusi-Stream gefällt. Also die Umfrage, die ich ihm geschickt habe, hat er gesagt, nee, das ist alles fake. So schnell geht es. Ne? Okay. Falsch gefahren, ja. Ich glaube, das habe ich auch gerade gemerkt. Ich bin ein bisschen falsch gefahren. Hab ein bisschen falsch orientiert jetzt. Ah. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Ja. Jetzt wundert es mich auch nicht mehr, warum die Fahrgäste auch nicht mehr bei mir einsteigen wollen. Weil ich nämlich auf der falschen Linie jetzt unterwegs bin. Und ja. Gut. So. Habe ich doch meinen ersten Verfahrer jetzt gemacht heute. Trage ich mal schnell ein. Ein allererster Verfahrer heute, wie gesagt. Ja. Ja. Auf dem Sande. Das ist alles abgekürzt. Muss ich mich wahrscheinlich nach ASA orientieren. Ich glaube, da komme ich dann hin. Ich glaube, da komme ich dann auch wieder, ja. Ja, genau, Nevio schreibt es gerade.
im Sande. ASA. Hab mich falsch orientiert. Ah. Jetzt haben wir erst recht eine Menge Verspätung. Aber gut. Naja, gibt Schlimmeres. Aber die Zeit holen wir bestimmt wieder auf. Kann gut sein, dass ich bei Rathausmarkt schon falsch abgebogen bin. Ich das blinke am Tastatur schalte ich den Blinker aus. Weißt du es, wenn nicht, ist kein Problem. Bin nicht böse. Weiß ich gerade ehrlich gesagt leider gar nicht. Tatsächlich. Weil ich Ewigkeit nicht mehr mit Tastatur spiele. Kann sein, dass ich es früher mal wusste, aber ich habe es leider vergessen. Tut mir leid. A ist A. So. Kein Problem. Am besten, du probierst da, versuch mal, versuch das mal auf deiner Zehner-Tastatur, irgendeine Taste muss das sein. So, am besten mal rumprobieren und dann, ja, solltest du es finden. Das ist mein Lieblingsbus. Ah, der C2er. Ja, auch schöner Bus, aber jetzt nicht mein Lieblingsbus. Mein Lieblingsbus ist immer noch MAN. Nee, das... Ja, vielleicht sollte ich mir echt mal um die Navigation holen. Denke, damit würde ich besser klarkommen oder halt Busbetriebssimulator fahren, da wird mir auch eine Karte angezeigt. Aber ich bin euch ehrlich, bei OMSI Navigation sehe ich es halt auch nicht ein, Geld auszugeben nur für eine Map, also für so eine Navigation. Also zusätzlich noch Geld auszugeben, sehe ich jetzt auch nicht so ein, bin ich euch ganz ehrlich. Weil, nee, ja. Irgendwann ist ja auch mal Feierabend. Ich muss jetzt aufhören, meine Eltern machen Essen. Ich sag mal tschüss, bleib gesund. Jo, danke, dass du da warst. Und dann wünsche ich dir noch einen guten Hunger und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst.
Rödingsmarkt sind wir jetzt. Ah, okay. Müsste die U4 sein. Nehme ich jetzt mal an. Danke. Jo, gerne. Ja. ASA. Schauen wir mal, welche Bus wir gleich fahren. Vielleicht gleich mal ein C2, mal gucken. Aber wir werden auf jeden Fall auch bei Hafen, Hamburg Hafen City bleiben, in diesem Stream. Rathausmarkt. Uah. ASA. Ah, geradeaus weiter. Ah, ach so. Ah, jetzt weiß ich. Genau, hier hätten wir nämlich vorhin abbiegen müssen. Das war nämlich der Fehler. Wir sind nämlich geradeaus weitergefahren und da haben wir uns natürlich verfahren. Aber jetzt sind wir wieder richtig hier. Sehr schön. Alter, mit einer riesengroßen Verspätung, aber ja, kann man jetzt nicht ändern. Moin. Ah, da ist auch schon die Speicherstadt. Sehr schön. Hamburgs Weltnaturerbe. Fahr doch. Was ist los? Ah, jetzt wartet der. Ah, ja gut. Oh, hier sind ein paar Fahrgäste rauslassen. Das
sie mal gefragt, ob er an meinem Szenario mitbauen wollte. Ach, gerade alle Sprüche als Sounddateien. Empathisch von ihm. Ah ja, ist doch gut, dass der sich quasi da um die Sounds kümmert in deinem Szenario. Und nicht schlecht. Ich habe auch ewig kein Szenario mehr gebaut für den Train Simulator. Nächste Haltestelle bei Sankt Ammen. Oh, sieht geil aus. Ja gut, das Wasser jetzt eher nicht so, aber sonst. Blinker sollte ich mal setzen, ja. Schlösschen oder so, keine Ahnung, was ausspricht. Lichthupe hilft, ja, wenn ich nur wüsste, wo ich Lichthupe Licht habe. Ah, hier ist Fernlicht, okay. Ah, hier habe ich Scheinwischer. Ausmachen. So. Hupe habe ich hier. Komm hier auch. Oh, geil. Nice. Das wusste ich auch gar nicht, dass man hier auch die Sitzposition hier noch verstellen kann. Schlecht. F müsste es sein. Ja. Ich guck mal kurz. F. Nice. F ist nur ein normales Fernlicht. So. Schmeiß mal die nächsten paar Gäste hier raus. Jo. Genau. Meine ich nämlich auch, dass das so ist. Sind wir? Ja, okay. Zu spät. Na gut, lässt sich jetzt nicht ändern. Jo, war auf jeden Fall eine hübsche Fahrt gewesen. Gucken wir jetzt gleich mal, ob sie gleich fahren. Gut, hier können wir natürlich jetzt wieder angeben, dass wir zurückfahren wollen, aber
Weiß nicht, ob wir... spät haben wir es denn? 13.09 Uhr. Ja. Hätt ihn. Ah, was fahren wir denn jetzt? Ah, wir fahren jetzt... Ah, okay, zum Betriebshof fahren wir jetzt zurück. Machen wir das doch mal. Danach fahren wir eine andere Linie. Betriebshof Master Camp. Boah, ist ja auch ein Ende zu fahren. Schöne Kickdown fahren. Die Pro M folgen. Jo, genau. Eigentlich ja. Master Camp. Ich denke mal, das sollte ich jetzt ohne Verfahrer hinkriegen. Danach schauen wir mal, ob wir mal die Linie 109 fahren, die mal abfahren. Gut, dann haben wir dann ein bisschen auch mal alle Linien abgeknabbert. Wenn jetzt mal grün werden würde hier. Ich würde auch gerne gleich mal in den Chat schreiben, welchen Bus jetzt nächstes Mal als nächstes Mal fahren sollen. Oder ich mache halt eine Umfrage, könnte ich auch machen.
C2, ja. Genau. Haben wir eben C2. Was ja auch irgendwie so feier ist, dass sich das mal richtig so merkt, dass jeder Boss halt unterschiedlich ist vom Fahrverhalten her. Heißt nicht, jeder Boss fühlt sich jetzt vom Fahrstil her gleich an, sondern jeder unterschiedlich, und das finde ich schon echt cool. Merkt man schon, dass viel mehr auf natürlich das Wort schon nicht mehr, dass viel Augenmerk drauf gelegt wurde, vernünftig den Fahrstil hinzukriegen. Okay, wir müssen jetzt fahren. Rechts, okay. Biegen wir doch mal rechts ab. Statt das Taxi mal den Radfahrer vor uns überholen könnte, aber nein. Ach gut, was soll's. Jetzt aber. Also wir wieder am Hauptbahnhof. Sehr schön. Ein bisschen abbiegen. So grün.
Sound auf den Außen anhören. Oh. Einfach nur göttlich. Ah, toll. Jetzt bin ich hinten reingefahren, aber gut, ich habe die Kollision ausgestellt. Da ist jetzt nicht so dramatisch. Ah, schon wieder rot. Mal schauen, ob es jetzt gleich grün ist. So, als ob wir gleich fahren dürfen. Ah, jetzt dürfen wir. So knapp. Wo konnten wir doch noch gut bremsen?
jetzt müssen wir hier abbiegen. Gut, wir haben uns jetzt noch nicht verfahren. Muss ich wieder aus dem Counter eintragen. Hätte ich jetzt eigentlich nicht noch Nerv zu gehabt. Esther Kampf. Ah. Wäre auch mal interessieren, wo das ist. Ah, hier ist schon der Betriebshof. Stellen wir ihn dann ab und dann geht's auch schon gleich weiter. Wir packen jetzt mal hier.
als aus. Wow, und dann würde ich sagen, bereite ich schon mal was Neues vor und ja, sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich.
Ja, da bin ich dann auch schon wieder. Geht weiter. Genau, fahren dann jetzt von also die Linie 111 von Shanghai Allee. Das war noch für Altona und wollten C2 fahren. Auf Nevios Wunsch. Und ja, würde ich mal sagen, schauen wir mal, was wir da Schönes finden. Besten Solo. Drei Türer. Okay. Oh, das sieht ja auch schick aus. Aber die nehmen oder doch lieber 2018. 19. Obwohl, den finde ich ja auch ganz schick. Ja, Optik. Ich sagen, gehen wir jetzt einfach die mal. Genau. Starten wir einfach. Huch, was ist denn jetzt? Ah, Fehlermeldung. Ja. War jetzt nicht so geplant gewesen, ist mir um sie jetzt abgeschmiert. Warum auch immer. Starten wir halt nochmal neu. Hier hole ich gleich wieder mit rüber. Aber halt einfach alles nochmal neu. Schauen, ob es jetzt läuft. Ich hoffe mal. Laden hat er schon mal. Jetzt ein Bus aus. Hamburger Stadtbus. Hamburger Stadtbus. Der war das, ne? Perfekt, hat er geladen. Genau, ein Solo. Drei Türer und ja, schön mit Werbung, sehr schick. Wir mal rein, auch jetzt mit dem Mercedes Logo Mod, habe ich mir auch gestern erst installiert, gibt es in der Webdisk. Da wird euch denn der Mercedes Stern angezeigt, weil hier sonst keine Lizenz da ist. Und ja, 11. 6 Mails gefahren, 111. Was soweit? 16:08 Uhr, ist doch perfekt. Nehmen wir das doch.
E. Schreibe mir die Elektrik ein. Mit M den Motor. Muss noch mal anmelden, ja. In 1, 5, 0, 6. Jo. Umlaufnummer 2 zu 2 0 5. Genau, weil wir sind mir schon angezeigt hier. Nur noch auf Bestätigen klicken. Schon hat das übernommen. Ganz easy. Das da einzugeben und alles. Und ja, dann würde ich sagen, wir mal wieder Hilfspfeile hier an. So. Schauen wir uns auch mal hier um, was wir alles einstellen können. Das Sport mal ein bisschen höher. Oder so. So. Soll zu passen. Hier noch Licht. Ist das eigentlich, ich meine, das ist eigentlich ein Unterschied. Eigentlich beides dasselbe. Gut, ich glaube, zweite Stufe ist noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen heller, aber das brauchen wir jetzt nicht, weil es ja hell ist. Fahrerlicht ist klar. ASR, ich mache einen Funk. Und ich kann man nochmal anmachen. Aber dann haben wir eigentlich alles. Gucken. Ja, alles soweit eingestellt. Perfekt. Am Gang einzulegen müsst ihr Bremse gedrückt, ganz durchdrücken, sonst geht das nämlich nicht. Da fährt sich auch schon ganz anders als den, den wir vorhin hatten, den Do 405. Warten wir noch ein bisschen hier. Ah, da wird auch schon der erste mit. Hallo. Hallo. Mal die Zeit ein bisschen vorspulen.
Oh, das ist der modernste von Mercedes. Der C2. Auch der aktuellste. Na, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal ab. Bahnhof Altona. Hey, können die überhaupt fahren? War ja klar, dass die Fahrgäste sich wieder beschweren, wenn man fast die. Wie jeder Kleinigkeit. Übergang zur U-Bahn-Linie 04. Ah, nee, wir müssen ja geradeaus weiter, stimmt ja. Moin. Nächste Haltestelle, Marco Polo Terrassen. So, reinspaziert. Moin, moin. Moin. Nahbereich. Dankeschön, haben Sie gut gemacht. Es freut mich doch, dass ich das gut gemacht habe. Das Manfred heute mal so nett ist zu mir. Eigentlich schon eine Seltenheit. Nächste Haltestelle. Das ist ja eher mehr fürs Backup bekannt.
Moin, moin. Du schmeißt mir mal eine Tageskarte raus. Ja. Dankeschön. Schön. Ja, wir sind jetzt verfrüht. Mal kurz warten. Nächste Haltestelle am Sand Türkei. Moin. Moin. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte. Und wie komme ich jetzt nach Banke Heide? Schön. Hallo. Eine Fahrkarte für den Großbereich, bitte. Großbereich. Und witzig. Danke. Schön. Eine Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke. Danke. Bitte.
ja, da werde ich auch mal gucken, wann ich auch mal The Bus oder so mal stream. Nächste Haltestelle, U-Bahn Baumwall. Übergang zur U-Bahn-Linie in 3. Das ist ja ein Spiel, was das irgendwann auch noch released werden soll. Das aber noch sich in der Alpha-Phase befindet. Ja. Es sind halt noch so ein paar Sachen, die mir da halt noch nicht so gefallen, aber wie schon gesagt, es ist eine Alpha und ja, werde ich mal gucken, trotzdem mal gucken, wenn ich das mal stream. Schauen. Moin. 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 So. Nächste Haltestelle. U- und S-Bahn-Landungsbrücken. Übergang zur Linie U3. Übergang zu den S-Bahn-Linien S1, S2 und S3. Next stop, Landungsbrücken. Please exit here for hoverboard trips. Change here for rapid transit lines. Ich fahre auch gut. Wenn ihr was ihr wollt. Das ist aber nicht so beschwerend für ein paar Gäste hier. Moin. Ich hätte gerne eine Kindertageskarte. Kindertageskarte? Könnten wir mal bitte ein Auto und ich möchte Bus fahren. Du hast mir zu viel gegeben.
So, ja. Sorry. Tö. Hab ich gemerkt. Das war knapp. Na, mit der Bremsung ist das immer so eine Sache hier bei mir. Sich wundern. Wenn die Innenansicht gehen. Ah, schön stehender Motor hier. So, ja. Wenig Wechselgeld gegeben. Danke. Ah, bin ich ein bisschen vertan, ja. Hallo. Ist aber eine Minute Verspätung. Nächste Haltestelle. Gucken, ob ich noch rausgeholt kriege. Hallo.
Stelle. Peter Mühlenbeck. Moin. Moin. Wir bist zu früh. Herum. Hi, bin wieder da. Willkommen zurück, Pantelius Ventures. Finde man keine Namen. Huch! Ah. Ja. Ein paar Gäste sind auch nur noch am Meckern hier. Großbereich. Es setzt sich. Dankeschön. Ah. Gut, dass ihr immer gelobt werde. Weil ich viel zu wenig Lob kriege, ist mir aufgefallen. So, so absenken. Huch, hier ist zugemacht die Tür, wollte ich gar nicht. Moin, einmal die Kurzstrecke bitte. Mal Kurzstrecke. Schön. Ich hätte gerne die Kinderbusche bitte. Ja. 1,10 Euro ist auch ganz schön billig. Ja. Ist gar nicht, wie viele Jahre man HVV als Kind wählt. Sind wir unterschiedlich. Bei der DB ist das ja bis einschließlich 14 und ja. Beim HVV weiß ich nicht. Nächste Haltestelle, Große Elbstraße. Okay, ah, hier wollen noch welche aussteigen.
Weiter geht's. Nächste Haltestelle. Kreuzfahrtterminal Altona. War aber ganz schnell gewesen. So, Hi. Hallo. Streams lange hab gedacht, du bist schon bald fertig. Nee, ich bin bald fertig. Dann habe ich, denke mal, auch 3 Stunden lang gestreamt und ja, sollte dann, denke ich, auch mal reichen für heute. Also, aber bis Altona habe ich ja noch ein Stück zu fahren. Daher. Nächste Haltestelle, Neumüller Kirchenweg. Abend zusammen. Schönen guten Abend, Nathalie LP. Schön, dass du da bist. Das Feierabend wie ein Busfahrer, ja genau. Kann man so sagen. So kann man es sagen. Ich auch noch nie gewesen. Irgendwo in der Wallerei sind wir jetzt hier. Bisschen Eindruck. In der Waller Pampa. Nächste Haltestelle. Elbberg. Wir sind verfrüht. Mal wieder. Ah, jetzt können wir abfahren.
ich das tue, kriege ich. Ich versuche die letzte Tür auf dem Bus, also die dritte Tür. Waren Türen, also die erste und die zweite kriege ich auf mit der Tastatur und die dritte. Bist du es? Ja, ist ganz einfach. Also die dritte ist ja sozusagen die halt mich Freigabe. Was du halt einfach hier zum Beispiel. Damit gibst du dann jetzt, gut, jetzt in dem Fall sind es halt die zweite und dritte Türen, aber meistens ist das so, dass du mit der Taste, mit so einer Freigabetaste halt die dritte Tür freigeben kannst und ja, die öffnet dann und schließt dann halt automatisch, je nachdem, ob jemand ein oder je nachdem, ob jemand aussteigen möchte oder halt einsteigen möchte. Und ja, wenn du halt jetzt Tastatur meintest, dann da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, weil schon gesagt, das Tastatur weiß ich leider nicht so. Weil ich bediene ja immer mit der Hand und nicht mit der Tastatur, das daher. Ah, okay, vielen Dank. Jo, gerne. Gerne. Da, jetzt sind wir auch schon an der Endhaltestelle gleich angelangt. Oh, und ich sehe gerade 7 Zuschauer. Ja, dann, wenn ich gleich aufhöre, dann kommen sie alle. Komischerweise. Immer so. Hier steht 4 Zuschauer. Ja, das kommt, weil da immer eine Verzögerung drin ist. Also bei mir werden gerade 5 angezeigt. Ist das hier schon oder müssen wir noch rein? Müssen wir dann noch auf der anderen Seite fahren? Ich glaube, wir müssen ja noch. Da hinten. Was ist das hier? Außer Start. Ich glaube tatsächlich, dass da hinten ist. Müssen noch mal einen rumfahren. Genau. Wollen wir aber gleich noch eine Auswertung kriegen? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Der Schnellfahrer ist ja ausgestiegen.
Ah, hier kann man noch die nächste Fahrt quasi angeben. Umlauf. Ah, okay. Interessant. Da kann man quasi dann immer hin und her fahren. Auch nicht schlecht gemacht. Mal weg hier. So, dann würde ich mal jetzt einfach mal gucken, was es so für Linien gibt, welche wir noch vielleicht noch nicht gefahren sind. Gucke ich jetzt einmal ganz kurz. Quatsch. Mache ich da zum Spiel. Genau, wir sind jetzt die Linie 6 sind wir gefahren, dann die Linie 111 sind wir ja auch vorhin gefahren. 109, ja, nichts Besonderes, das ist ja jetzt ein Tag und Nacht Add-on, jetzt nicht Hafen City oder so. Genauso wie die 688 ist auch in Hamburg Tag und Nacht. Und dann gibt es noch die Linie 383, das ist halt die Linie, die halt eine historische Linie, die es so nicht mehr gibt in Hamburg. Das ist quasi die, die eingestellt wurde, aber die da am Hafen entlang geht. Und ja, und die ist übrigens auch per Mod zu enthalten. Also kann man per Mod bekommen. So halt, ist halt in der Webdisk halt gucken und da findet ihr den ja auch. Und ja, also als Linienerweiterung quasi. Ja, und würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal hier hin, so. Ja, und dann war es das nämlich dann auch schon mit dem Stream heute. Ja. Und somit verabschiede ich mich. Freue mich, dass ihr alle zahlreich da gewesen seid. Hat doch schon was los gewesen im Chat und so. Aber wie schon gesagt, mir geht es auch nicht so um die Zuschauerzahl, sondern eher mehr um den Spaß. Ich brauche jetzt nicht 50, 60 Zuschauer. Bin auch so mit ganz zufrieden. Also das ist ja auch die Hauptsache. Jo, Pantelius Venturis, tschüss. Ich wünsche dir auch noch schönen Abend. Genau. Würde ich sagen, den nächsten Stream kündige ich dann wieder rechtzeitig an. Auf Discord auf jeden Fall. Und YouTube, dann mal gucken. Also auf YouTube sowieso. Aber ich meinte jetzt, Instagram meinte ich natürlich, nicht YouTube. Und genau, da will ich das dann rechtzeitig ankündigen. Je nachdem, und da geht die auch, jo. Natalie LP bei, jo. Dir auch einen schönen Abend, schön, dass du da warst. Ja, wie schon gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gebracht und ja. Bin ich jetzt mal weg und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und schönen Abend euch noch.